So, liebe Zuhörer da draußen, liebe Abwasserhelden, willkommen zur nächsten Folge. Diesmal wird sie von mir eingestimmt. Der Klaus, der ist gerade zu aufgeregt. Er grinst. Also herzlich willkommen zur nächsten Folge. Zur Folge 5 ist das mittlerweile. So 5 Wochen machen wir das Ganze schon. Ist auch immer so gleichzeitig nochmal so der Tracker ab, wann Corona richtig begann, oder? Hm. Ja, 85 Follower, 86 Follower haben wir schon. Vielleicht knacken wir ja jetzt im April noch die 100er-Marke. Müssen wir mal schauen. Ja, ihr hört immer da draußen zu. Wir haben Feedback bekommen von euch, einiges, und versuchen uns natürlich stetig zu verbessern. Zum einen habt ihr zum Beispiel geschrieben, dass die Aufnahmequalität nicht so gut ist. Wir haben uns jetzt beide einen Black Hammer bestellt. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann... Ja, es ist Wissen können. Lasst euch überraschen. Irgendwann gibt es mal wahrscheinlich ein Foto mit uns, wo ihr dann seht, wie wir aufnehmen. Also aktuell sieht das immer noch so aus wie bei dem einen Post. Also ich mit Headset und Klaus so vor der Kamera beziehungsweise vom Laptop. Von der Qualität versuchen wir uns natürlich deutlich zu verbessern. Also es gab gerade da nochmal ein Feedback. Uns ist das auch selber bewusst. Wir werden wahrscheinlich mit jeder Folge ein bisschen professioneller. Von daher, wir sind ja selber nur am Wachsen dadurch, durch das Feedback von euch. Und ansonsten. Ja, richtig professionell wird es dann erst, wenn wir richtig bezahlt werden für das, was wir hier machen. Wenn dann Podcast-Profis werden, dann. Ja, weiß ich nicht. Mal schauen wir mal. Ansonsten hatten wir relativ gutes Feedback aufgrund des Contents von letzter Woche bezüglich der Ratten im Kanal. Also da fanden die meisten Zuhörer, dass da schon ganz, ganz viel Inhalt jetzt mit drin war im Vergleich zu den vergangenen Podcast-Sendungen. Ja, und das wollen wir natürlich weiterhin beibehalten. Wie war deine Woche eigentlich? Die vergangene Woche war heiß und ich bin mal wieder rausgekommen. Ich war mal einen Tag komplett unterwegs. Das ist ja viel Urlaub gewesen, mal auf Arbeit zu sein. Schlecht. Ich habe ja so ein Bild gepostet von, es gab endlich mal wieder Insekten auch auf der Autobahn. Ich habe das schon ewig nicht mehr in Erinnerung, dass mal die Autoscheibe mit Insekten voll war. Muss man echt mal sagen. Also es war schon komisch. Vielleicht ist das ja für die Insekten doch ganz gut. Erzähl mal deine Woche. Meine Woche, ich überlege gerade, schon so lange her. Ne? Also man vergisst ja immer durch die ganze Zeit jetzt, was in der vergangenen Woche war oder ob das zum Wochenende dazugehörte. Nee, was habe ich gemacht in der vergangenen Woche? Gearbeitet. Ansonsten habe ich natürlich noch an meiner Terrasse weitergearbeitet. Also ich kann es immer nur noch mal wiederholen. Unterschätzung, wieder unterschätzt. Mir dann jetzt Füllboden geholt. Das ist dann mit so einem Multicar abgekippt bei mir in die Grube direkt hinein. Dachte, 6 Tonnen reichen aus an Füllboden. Nichts war. Ist jetzt am Wochenende ein bisschen abgezogen, ein bisschen verdichtet. Ich glaube, da fehlen nochmal 5 Kubik. Und ich dachte mit 6 Tonnen bin ich dicker ausreichend. Also, naja. Ja, soweit war meine Woche. Ja, wenn du es so was schon sagst, dann muss ich ja sagen, ich habe das erste Mal betoniert in der letzten Woche. Ich habe einen Zaun betoniert zu Hause. Ein Edelstahlzaun wird gebaut mit meinem Schwiegervater. Da muss ich nachher auch gleich wieder runter nach unserem Podcast. Der arbeitet gerade unten dran. Dann ist er nachher beleidigt, wenn er alles alleine machen muss. Müssen wir schweißen und was weiß ich alles. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Traum. Wenn du sagst, weißt du, wenn die Atombombe auf unser Haus drauf fällt, dann ist das Haus kaputt, aber der Zaun steht noch. Diese Geschichten kenne ich auch von meinem Vater. Also der, auch wenn man ein einfaches Bild an die Wand hängen möchte. Da bohrt er sofort ein Loch mit Dübel, mit Schraube. Da gibt es halt unterschiedliche Philosophien. Entweder reicht ein Nagel oder man macht das direkt mit einer Schraube, ne? Ja, oder man nimmt einen Poster-Strip, ne? Das geht auch. Naja. Aber steigen wir doch mal einfach ein in unser Thema, Daniel. Wir sollen nämlich für rumlabern. Von daher fangen wir wieder mit unserer Rubrik Abwasser einfach geklärt an. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, wir wollen uns diesmal so ein bisschen über Klärschlamm unterhalten und haben auch diesmal einen Gast dazu. Wo kommt denn der Klärschlamm überhaupt her, Klaus? Also kommt der Klärschlamm jetzt, wenn ich zu Hause auf Toilette gehe, entsteht dann schon Klärschlamm? Das ist ja das, was der Laie so denkt. Ne? Der Laie denkt ja, ich gehe auf Toilette und Klärschlamm ist das, was dann dabei entsteht, also unsere Ausscheidung. Ist aber nicht ganz richtig. Also der Klärschlamm ist ja das, was entsteht. Also unsere Ausscheidungen sind ja eher Nahrung für die Bakterien auf der Kläranlage. Das kann man sich so vorstellen, wie das sind Becken, wo die Bakterien werden immer schön belüftet, also wird Sauerstoff zugefügt und wir fügen denen die Nahrungsmittel zu, also unsere Ausscheidungen.
und die Bakterien fressen das und vermehren sich dann natürlich ständig. Ne? Und kriegen dann Kinder, werden immer mehr Bakterien. Wenn man jetzt nicht ständig, also wenn man vorne immer Essen reinbringt und die Bakterien immer mehr werden, muss man ja auch irgendwann wieder Bakterien entnehmen. Und das sind die Bakterien, die quasi absterben. Man versucht auf einer Kläranlage eigentlich immer so dieses Schlammalter von 30 Tagen einzuhalten, also je nach Klärprozess, aber ich sag mal diese 30 Tage Schlammalter. Und dabei entsteht also quasi jeden Tag eine gewisse Menge an toten Bakterien, die entnommen werden. Das ist der Überschussschlamm und das ist quasi der Klärschlamm. Der wird an manchen Stellen noch ausgefault oder was, da wird noch was mit gemacht, aber mehr oder weniger ist das ein Überschuss an Bakterien, die da entstehen. Und wenn ich jetzt eine Kläranlage errichte und da noch gar keine Bakterien oder so zur Verfügung stehen, also irgendwo muss ich ja mal grundsätzliche Bakterien haben, die meine Nährstoffe, mein Abwasser, was ich dann habe, veratmen können oder... Ja, das ist ja am Anfang erstmal ein Betonbecken und da wird natürlich angeimpft mit Bakterien von einer anderen Kläranlage. Jetzt können wir weiter uns unterhalten über das Henne-Ei-Problem. Irgendwann muss ja mal die allererste Kläranlage gegeben haben. Ne? Aber ja, genau. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu weit führend. Ist das denn eigentlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lagerfeuer habe? Ich sitze mit meinen Freunden um dieses Lagerfeuer herum und meine Holzstücke, die ich dann rauflege, das Feuer brennt und brennt und brennt und dabei entsteht Asche. Ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist ein sehr guter Vergleich. Also damit das Feuer immer am Brennen ist, wie die Kläranlage, muss immer laufen. Muss hinten immer schön Futter rein für die Bakterien und dabei entsteht dann Asche, das sind quasi die toten Bakterien. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Natürlich können wir beim Feuer nicht ständig die Asche entnehmen, das ist eher so im Ofen, da könnte man das machen. Aber eigentlich ist ein guter Vergleich. Ne? Und dann muss ich halt überlegen, was macht man mit dem Überbleibsel, also mit dem Klärschlamm. Und darum soll es in der Folge heute ja so ein bisschen gehen, was man damit machen kann. In diesen toten Bakterien sind ja jede Menge wertvolle Inhaltsstoffe drin, die es sich ja auch lohnt, zurückzugewinnen. Ne, früher hat man ja einfach die Exkremente der Menschen eingesammelt und aufs Feld gebracht. Mit dem Aufkommen der Kanalisationen und der Entwässerungssysteme im 20. Jahrhundert hat man natürlich das dann dem Fluss zugeführt und irgendwann sind dann an den Stellen, wo es in den Fluss eingeführt wurde, die Kläranlagen entstanden. Und jetzt geht es natürlich darum, wie kriege ich diese Nährstoffe zurück in den Kreislauf. Ne? Das heißt, der Klärschlamm ist ja nährstoffhaltig und man hat ihn halt viel in der Landwirtschaft verwendet. So, und jetzt ist ja die Frage, wie kommt unser Klärschlamm zum Beispiel auf die Felder? Ist ja eine immer noch verbreitete, vielleicht nicht mehr die einzige, aber immer noch eine verbreitete Entsorgungsform vom Klärschlamm, und zwar den auf die Felder auszubringen. Und dazu haben wir uns ja mehr oder weniger einen Gast heute eingeladen und den können wir eigentlich mal dazu holen jetzt. Moin Jungs oder Männer. Ja, hallo Junge. Erstmal möchten wir dich recht herzlich begrüßen bei uns im Abwassertalk. Ja, vielen Dank, dass ich mithelfen darf. Wir waren gerade bei der Frage stehen geblieben, wie kommt eigentlich der Klärschlamm auf die Felder? Also wir sind Daniel, wir müssen am Anfang nochmal Tobias kurz vorstellen. Ne? Ach, stimmt, ja, Tobias, stimmt. Ich muss ja dann mal eine Anekdote erzählen, ne? Wo wir uns kennengelernt haben, ne? Da hast du mich zum 30. Geburtstag von Daniel abgeholt, ne? Ja, genau. Ich wusste ja nur, dass mich deine Frau abholt quasi, ne? Ich sage jetzt mal deine Frau. Dann habe ich gefragt, was machst du eigentlich so? Und dann hast du erzählt, ja, du bist Landwirt, ne? Und dann habe ich gefragt, Und dann habe ich gefragt, ja, was bist du denn für ein Landwirt? Weil ich so dachte, hat der Viecher oder hat der irgendwie Weizen? Ich bin ja Stadtmensch. Ich komme zwar aus Mecklenburg-Vorpommern, komme aus Rostock, ne? Aus dem Plattenbau. Da habe ich nichts mit Landwirtschaft. Ja. Und was, weißt du noch, was du geantwortet hast? Ich weiß es wirklich gar nicht mehr. Gar nicht. Ich meine, es gab ja später am Abend noch andere Sachen. Ich bin Viehwirt oder Weizenwirt oder was weiß ich. Und dann sagst du, ja, ich bin konventioneller Landwirt, hast du dann gesagt. Oh ja, das bin ich auch. Ne? Und das ist ja so, dass manche Kategorien, ne? Weil ich dachte so, naja, Bio oder konventionell ist mir eigentlich egal. Wollte ja nicht wissen, ob du Viecher machst. Aber du bist eigentlich konventioneller Landwirt und machst Pflanzenanbau oder Tiere oder erzähl mal. Ja, wir sind ein relativ großer Betrieb, bewirtschaften so 2200 Hektar und die bewirtschaft, also die verantworte ich als Produktionsleiter der Pflanze, haben aber im Betrieb auch ungefähr 1000 Stück Rinder stehen und eine große Biogasanlage. Also relativ breit aufgestellt. Ne? Wir machen Pflanzenproduktion, Tierproduktion und Energieproduktion. Mal ganz interessant zu hören, was du halt so für ein Bauer bist oder für ein Landwirt. Sagt man eigentlich noch Bauer? Die Frage muss ich jetzt noch einmal stellen. Darf man überhaupt noch Bauer sagen? Es gibt natürlich Leute, die denken, das ist ein Schimpfwort, aber sehr regional ist es sehr unterschiedlich. Einige nennen Bauern, einige sind Landwirt.
im Endeffekt ist beides das Gleiche und sollte keinerweise irgendwie abwertend sein. Okay, ja super. Gut, dann haben wir das geklärt. Vielleicht könntest du einmal ganz grob erklären, welche Nährstoffe allgemein so auf die Felder aufgebracht werden. Weil wir hatten gerade gesagt, okay, im Klärschlamm sind halt noch tote Bakterien vorhanden mit Nährstoffen noch, die praktisch auf die Felder gebracht werden und dort wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Generell braucht eine Pflanze eine große Palette an Nährstoffen, die man einteilt in Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Die Makronährstoffe sind dann sowas wie Phosphor, Stickstoff, Kali, Schwefel, Magnesium und Calcium. Und dann gibt es die Mikronährstoffe, wie Kupfer, Zink, Molybdän und Selen, solche Sachen. Ne? Und Makro und Mikro, weil Makro, davon braucht die Pflanze viel und von den Mikronährstoffen braucht die Pflanze weniger, aber die braucht sie. Ne? Sonst, das gibt es quasi so ein schönes Bild, das ist so eine Tonne, so eine Holztonne, ne? Und wenn eine von, und jedes Brett von dieser Holztonne ist eine von diesen Spurenelementen oder Nährstoffen. Und wenn eins davon gerissen ist oder nicht genügend da ist, dann läuft halt das über und dann kannst du halt den maximalen Ertrag nicht bringen. Und dafür müssen wir sorgen, dass die Nährstoffe in allen möglichen Varianten, so wie die Pflanze sie braucht, ne? Jede Pflanze hat ja einen anderen Bedarf, das ist wie beim Menschen, dafür müssen wir sorgen, dass das dann auch vorhanden ist. Ne? Und diesen Bedarf der Pflanzen, den findest du praktisch immer im Klärschlamm? ein Teil dieser Makronährstoffe und Mikronährstoffe sind auch im Klärschlamm, ja. Also wenn man jetzt Klärschlamm auf die Felder aufbringt, wie wird das eigentlich gemacht? Vielleicht kannst du das mal grundsätzlich zu erzählen, vielleicht du als Landwirt. Ja, wie kommt der Klärschlamm aufs Feld? Ganz einfach, er wird da ausgestreut und vorher wurde er mit dem LKW gebracht. Ist ein ganz schwieriger Prozess, ist ein auch langwieriger Prozess, also das muss man lange planen. Das fängt quasi ein halbes Jahr vorher an. Dann kommt ein Vermittler, der Klärschlamm vermittelt zu uns auf dem Betrieb und fragt, ja, hättet ihr Lust, Klärschlamm zu streuen auf irgendeiner Fläche und wo? Und wenn wir uns dann auf eine Fläche einigen, dann muss natürlich erstmal die rechtliche Hintergrund geprüft werden, darf auf den Flächen auch Klärschlamm aufgebracht werden. Es gibt Verpächter, die das nicht wollen, ne, auf ihren Stücken. Das muss man auch respektieren, da steht in den Pachtverträgen mit drin. Und wenn man dann eine Fläche hat, jo, hier könnte man gut Klärschlamm ausbringen, dann werden erstmal Bodenproben gezogen in einem sehr engen Raster, um zu gucken, ob der Boden denn überhaupt Bedarf hat für eine Menge Klärschlamm. Ne? Mhm. Und wenn die Beprobungen dann durch sind, das dauert dann auch nochmal so 4 Wochen, bis das alles durch ist, dann kann man entscheiden, wie viel Klärschlamm dorthin gebracht werden kann. Und dann kommt auch die finale Frage, wollt ihr das in den und den Mengen oder wie viel wollt ihr davon? Es gibt natürlich eine Obermenge, ne, die man nicht überschreiten darf. Und wenn das dann alles soweit steht und das unterschrieben ist, dann kommt irgendwann Anruf von dem Logistikunternehmen, der den Klärschlamm bringt. Ne, den letzten Klärschlamm, den wir gekriegt haben, haben wir aus Oldenburg in Holstein bekommen, vermittelt über die ETH Hamburg. Und gerade heute haben wir ihn auch ausgestreut, also wie der Zufall dazu will. Also deine Hände sind noch voller Klärschlamm, oder? Nein, garantiert nicht. Da halte ich mich weit von weg. Magst du denn eigentlich Klärschlamm oder wie findest du Klärschlamm? Eine sehr interessante Frage. Klärschlamm an sich, die Bedeutung davon ist uns ja allen klar, das ist der kotende Urin von uns, von uns Menschen, wieder auf die Felder zu bringen, um etwas zu ernten, was wir als Menschen wieder essen, ist ja eigentlich ein Kreislauf. Ne? Daher ist die Idee dieses Kreislaufes ja wunderbar. Und das Ziel sollte auch so verfolgt sein. Mein großes Problem ist einfach, und da habe ich richtig Bauchschmerzen, ist, was ist da alles noch in dem Klärschlamm drin, außer diese Mikro- und Makronährstoffe, die eine Pflanze braucht. Ne, es gibt ja auch Gifte für eine Pflanze, das sind zum Beispiel Schwermetalle wie Aluminium und sowas. Und sowas finden wir auch im Klärschlamm. Ne? Die werden dann nicht für die Landwirtschaft genutzt, meistens, und kommen dann in die Verbrennung. Aber trotzdem ist im Klärschlamm ja Abbauprodukte, Metaboliten von menschlichen Pharmazeutikas. Und ob die auf dem Acker in unserer Nahrung wieder was verloren haben, sehe ich sehr kritisch. Und dementsprechend bin ich sehr zweigeteilt, was die Klärschlammgeschichte angeht. Okay, das hört sich jetzt aber so an, als ob das ist quasi für dich jetzt nicht dein Hauptdüngungsmittel. Ne? Also das ist quasi, also erstmal hat mich erst überrascht, dass ihr nicht direkt das bei der Kläranlage bekommt. Also ich kannte das in Süddeutschland so, dass die Kläranlage direkt mit dem Landwirt sich austauscht und da gibt es richtig zwischen so Vermittler, also die
die Kläranlagen verkaufen das an so eine Vermittlerfirma und die vermitteln das dann auf die Felder oder wie ist das? Ja, so ist es ja bei uns auch. Ne? Da kommt dann die Firma und fragt an, wollt ihr wieder Klärschlamm machen? Mit denen machen wir das ja schon Jahre. Also wir machen eigentlich jedes Jahr ein bisschen Klärschlamm. Ja, das läuft jetzt nicht flächendeckend im Betrieb, geht gar nicht. Man kann so sagen, im Jahr vielleicht 30, 40 Hektar, die wir mit Klärschlamm machen. Und dann auch je nach Pflanzenbedarf die Menge. Ne? Das heißt, du hast ja was von 2000, was hast du da, 2200 Hektar, hast du gesagt? Mhm. Ja. Und davon 40, das ist ja quasi nicht mal 10% eurer Düngungsmittel. Genau. Na? Also es ist quasi ja, eher für euch, ist das dann für euch eher Stress und Aufwand? Weil so hört sich so an, das ist alles aufwendig. Und oder macht ihr das nur ja, wegen das dem ist, Geld? Nein, nein, nein. Also es ist ja auf der einen Seite ist ja ein Düngernutzen da, viel Stickstoff, viel Phosphor in dem Klärschlamm. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein sehr undankbarer Job. Der Klärschlamm wird gestreut, das macht ein Lohnunternehmen. Der kommt dann mit Radlader und Streuern und streut den auf der Fläche aus mit der gewünschten Menge. Und das auch sehr exakt. Das geht heutzutage sehr gut. Und auch spurgetreu durch das GPS-Spursystem. Es muss eingearbeitet werden und dieser Einarbeitungsschritt in die Erde, ne, der erste, der ist natürlich für den Fahrer sehr belastend. Der Klärschlamm hat ja nun mal die Eigenschaft, dass er nicht nach Blumen riecht. Ne, und auch nicht nach frischen Waschmitteln, sondern doch nach Fäkalien, das ist nun mal so. Und da ist keiner auf dem Hof, der Hurra schreit, wenn es darum geht, Klärschlamm einzuarbeiten. Ne? Also da schon da ist der erste Reizpunkt innerhalb des Betriebes, wo man sagt, okay, das kannst du gar nicht viel mehr machen, du kannst den Leuten nicht anbieten, weil das ja auch ja, ein Qualitätsmanko ist. Ne? Also wer will den ganzen Tag Klärschlamm einarbeiten? Das geht ja irgendwann nicht mehr. Okay. Und wie ist das der Unterschied zu Gülle? Ist doch auch. Ja, der Unterschied zu Gülle ist ganz klar im Geruch, ne? Und in den Mengen an Stickstoff. Ne? Also das kann man nicht vergleichen. In dem gepressten Klärschlamm, der ist ja quasi gepresst, so handfeucht hätte ich fast gesagt, der hat so um die 22-24% TS in der Trocksubstanz. Und das ist bei der Gülle ja anders, die ist viel, viel flüssiger. Ne? Da sind ja nur 4-5% TS. Und die Großanteile sind auch einfach viel geringer. Ne? Und gerade bei uns, wir haben eine Biogasanlage, da geht die komplette Rindergülle einmal in die Biogasanlage durch und kommt als Gärrest wieder raus. Und der Gärrest hat ja noch mehr Geruchsemissionen als noch weniger Geruchsemissionen als die Gülle an sich. Ne? Das ist was ganz anderes. Okay. Also ihr gebt gar nicht die Gülle direkt auf die Felder, sondern das geht in die Biogasanlage und nach der Biogasanlage, wenn es quasi ausgefault ist, weil man holt ja das Gas dann dadurch raus, bringt ihr das erst auf die Felder. Ja, genau. Genau. Um das auch nochmal gerade für die Treiber im Abwasserbereich nochmal genauer darzustellen oder die Fragen, die vielleicht brennen. Ich habe das damals so wahrgenommen, es gab zwar die Klärschlammverordnung, die einerseits die Betreiber beschäftigt hat, wann dürfen sie noch wie viel Klärschlamm ausbringen oder bis wann ist das erlaubt, bis zu welcher Ausbaugröße von Kläranlagen. Aber dann andererseits kam ja dann auch 2017 genau diese Düngeverordnung, die neue. Und ich habe das damals so verstanden, dass gerade es auch bei den Landwirten es extrem zu Einschränkungen gekommen ist. Dass also gesagt worden ist, ey, mit den neuen Düngeverordnungen sind mir eigentlich mehr oder weniger die Hände gebunden, Klärschlamm anzunehmen. Und durch diese Handschellen, die dann praktisch angelegt worden sind, sind natürlich die Kapazitäten gerade bei den Landwirten extrem in den Keller gegangen, wodurch die Preise gestiegen sind, auch bei den Kanal- oder bei den Kläranlagenbetreibern. So habe ich das damals empfunden. Kannst du vielleicht das nochmal schildern, wie es 2017 war? Also den Podcast gibt es leider noch nicht seit 2017, sonst hätten wir es damals schon besprechen können, dass du einfach nochmal die Zuhörer mitnimmst, wie das damals so losgegangen ist. Ich weiß, ihr habt jetzt nicht so viel Klärschlamm, den ihr ausbringt oder auch ausgebracht habt damals, aber vielleicht kannst du mal so einen Einblick aus der Branche geben. Ja, für uns hat sich einfach nur die Menge geändert, ne? Die wir im Herbst gestreut haben. Ne? Statt irgendwie 15 Tonnen waren es dann halt nur noch 6 pro Hektar. Ne? Okay. Und das hat sich für uns geändert. Sonst eigentlich, also wie gesagt, nur die Menge. Wir haben weiterhin Klärschlamm gemacht jeden Sommer. Und das konnten wir auch, ne? Weil wir die Pflanzen hatten, die den Bedarf haben für solche Sachen. Du musstest ja eine Pflanze haben, die einen Bedarf hat im Herbst. Und das haben wir. Wir bauen ja relativ viel Raps an. Und der hat im Herbst Bedarf. Und zu dem Raps durfte man dann eine gewisse Tonzahl, je nach Stickstoffgehalt, Klärschlamm ausbringen. Und die hat sich 2017 halt reduziert. Ne? Dann wurde gesagt, so und so viel Kilogramm Stickstoff nur noch, Gesamtstickstoff und mehr nicht.
So, und dann hat man das runtergerechnet, dann waren es nachher nur noch 4 Tonnen oder 5 Tonnen, statt 15 wie vorher. Ne? Es gibt ja immer noch aktuelle Nachbesserungen hinsichtlich Düngegesetz und Düngemittelverordnung. Kannst du einmal aus deiner Sicht als Landwirt beschreiben, wie sehr euch diese Neuordnung getroffen und was erwartest du vielleicht noch zukünftig? Die Kläffermenge ist dann durch das neue Düngegesetz noch nicht reglementiert. Es gibt aber halt Bundesländer, die das nicht mehr auf die Felder lassen. Mecklenburg-Vorpommern lässt es noch auf die Felder. Da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges ändern. Die Klärstandverordnung wird sicherlich auch irgendwann das untersagen, spätestens wenn alle soweit sind, dass es überall verbrannt werden kann, dann wird wohl nichts mehr auf die Felder gehen, davon gehe ich fest aus. Also aktuell die Regelung, vielleicht kann ich das einmal kurz sagen, aus der Klärschlammverordnung ist so, dass die Kläranlagenbetreiber den Phosphor aktiv aus dem Klärschlamm zurückgewinnen. Und die Kläranlagenbetreiber haben bis Ende 2023 ein Konzept bei der Behörde, bei der Überwachungsbehörde vorzulegen, wie sie oder ja, wie sie den Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewinnen, beziehungsweise ob sie überhaupt betroffen sind. Und die Betroffenheit beziehungsweise die Pflicht der Rückgewinnung ergibt sich anhand der Parameter, wie viel Phosphorgehalt habe ich überhaupt in meinem Klärschlamm, sobald es mehr als 20 Gramm je Kilogramm Trockenmasse ist. Dann habe ich ihn so oder so ab 2029, ist egal, welche Ausbaugröße meine Kläranlage hat, zurückzugewinnen, den Phosphor. Und dann kann ich ihn auch nicht mehr landwirtschaftlich verwerten. Und dann gibt es noch zusätzlich, sobald man weniger als 20 Gramm Phosphor je Kilogramm Trockenmasse im Klärschlamm hat, einzelne Regelungen je Ausbaugröße. Das bedeutet, wenn ich weniger als 20 Gramm habe, Kläranlagen, die mehr als 100.000 Einwohnerwerte haben, müssen dann ab 2029 das Konzept umgesetzt haben, also den Phosphor aktiv zurückgewinnen. Und dann ab 2032 sind das dann Kläranlagen mit über 50.000 Einwohnerwerten. So sieht es die Regelung aktuell vor. Ja, und dann ist es auch nicht mehr möglich, den Klärschlamm landwirtschaftlich zu verwerten, sobald man da in diese Kategorie fällt. Nochmal auf das Düngemittelgesetz zurückzukommen. Wir hatten ja eine neue Düngeverordnung 2017 bekommen. Die wurde ja jetzt schon wieder novelliert in diesem Jahr. Die 2017er-Variante war für uns als Betrieb tragfähig, gut machbar. Die 2019er-Variante, die ja noch nicht fest ist, aber die in Planung ist, so wie sie geplant wird, wird uns sicherlich in Schwierigkeiten bringen. Wir werden wohl die Pflanzen nicht mehr, und das hatte ich ja am Eingang schon gesagt, die muss ja vernünftig ernährt werden, nicht mehr in dem Umfang ernähren können, wie wir sie gerne ernähren würden, um bestmögliche Erträge und Qualitäten zu bekommen. Also mit dem Klärschlamm oder allgemein mit Dünger? Na, allgemein mit dem Dünger, ne? Also in der Düngeverordnung ist halt der allgemeine Umgang mit Stickstoff- und Phosphordüngern geregelt. Da sind ganz klare Regimente eingezogen worden und Obergrenzen sicherlich ein bisschen an einer guten Produktion hindern werden. Aber denkst du denn, dass zukünftig die Landwirte noch weniger Klärschlamm abnehmen, also zumindest in den Bundesländern, wo es aktuell noch erlaubt ist? Das ist ja nicht nur, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Da ist es, glaube ich, auch noch erlaubt, zumindest soweit ich es weiß und kenne. Brandenburg ist es, glaube ich, auch noch üblich. Garantiert wird es weniger werden, schon allein, weil die Herbststickstoffdüngung zu Kulturen wie Raps und Gerste nicht mehr erlaubt sein soll. Dementsprechend wird der Bedarf im Sommer oder im Herbst zur Kultur wegfallen. Dementsprechend kann der Klärschlamm, der dann im Sommer verbraucht wurde, also auf die Felder aufgebracht wurde, nicht mehr aufgebracht werden. Dadurch wird schon alleine weniger, ja klar. Okay. Also ich habe das damals immer so gehört, dass man, ich sag mal vor 2017, Klärschlamm und Dünger so auf die Felder bringen konnte, dass es halt nicht pflanzenbezogen ist, also was verbraucht oder was bedarf oder was kann die Pflanze überhaupt aufnehmen, sondern eher so bodenbezogen aufgebracht wurde. Also man hat gesagt, okay, ich darf so viel düngen, wie der Boden aufnehmen kann. Ob die Pflanze das jetzt wirklich veratmen oder gebrauchen kann, das sei erstmal dahingestellt. Also es ist nicht in Abhängigkeit von Kulturen, die da angepflanzt worden sind. Und mit der neuen Verordnung, so habe ich es zumindest damals verstanden, wurde gesagt, okay, ich darf bloß noch so viel Dünger ausbringen, wie die Pflanzen dann, die auf dem Feld stehen, benötigen. Genau. Ist das richtig oder falsch? Seit 2017, ja, so ähnlich. Seit 2017 ist halt die Pflicht, dass man nach Bedarf nur noch düngen darf.
Das ist auch okay. Deswegen sagte ich, die 2017er-Variante ist für uns eine relativ gut tragende Variante. Damit können wir sehr gut leben. Jetzt sollen wir aber in Zukunft 20% Unterbedarf düngen. Und das macht ja keinen Sinn, wenn ich dich, also wenn der Mensch sich eine Zeit lang unter Bedarf ernährt, immer und immer wieder, dann nimmt er ab und irgendwann stirbt er. Aber mal eine Frage, hast du dann bei dir im Feld auch schon grüne Kreuze stehen? Nein, wir haben keine grünen Kreuze aufgestellt. Warum? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Die Idee dahinter ist ja ganz nett, aber ich finde so grüne Kreuze in den Feldern erstmal unpraktisch, weil die im Weg stehen. Mhm. Und zweitens leben wir so ländlich. Ja. Und zweitens leben wir hier in Mecklenburg-Vorpommern, also da, wo wir wirtschaften, so ländlich, dass die einfach ihre Wirkung nicht erzielen würden. Ne? Also wir haben hier vielleicht noch eine Bundesstraße und dann war es das aber auch schon. Und so ein Kreuz muss auch eine Wirkung haben. Ne? Da müssen sich Menschen damit beschäftigen. Wenn sie es sehen, müssen sie es hinterfragen. Und bei uns hier in der Ecke ist es einfach nicht der Fall, dass also die Leute, die auf dem Dorf wohnen, die wissen, welche Arbeit wir machen, die können das noch einschätzen. Ja, nur vielleicht mal als Erklärung. Also ich habe das in einem anderen Podcast gehört. LU Talk hieß das von der Pia vom letzten Mal. Da hat ein Bauer, Willi hieß der, und der hat in sein Feld angefangen, grüne Kreuze zu stellen nach dieser neuen Verordnung, die es da alle gab, und so anzuzeigen, ihr killt die Landwirtschaft. Ne? Und das habe ich jetzt bei mir, jetzt vom Joggen, wo ich hier in Süddeutschland bin ich ja mittlerweile, habe ich jetzt schon 4 oder 5 so eine Kreuze gesehen in Feldern. Ne? Deswegen, also es scheint doch, also wenn man sich das mal anhört, schon einige zu machen. Ne? Ja, in Mecklenburg-Vorpommern auch, ne? Gerade so Rügen, die Tourismusecken, ne? Die haben da sehr viel von gemacht, das ist auch richtig so, ne? Weil genau da ist dann auch die Wirkung. Am Endeffekt ist es der Grund gewesen, warum wurde das gemacht, weil halt Angst ist durch immer mehr Reglementation, gerade im Bereich Insektizide, also Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, ne? Werden wir ganz stark reglementiert auch noch, nicht nur Dünger, sondern auch Pflanzenschutzmittel. Das sorgt dafür, dass wir auf dem Weltmarkt, auf dem wir nun mal wirtschaften, nicht mehr so konkurrenzfähig sind wie noch vor 5, 6 Jahren. Und wie ist eigentlich, du hattest es auch vorhin kurz erwähnt, wie ist eigentlich so die Kommunikation zwischen dem Kläranlagenbetreiber, der bei dir praktisch um die Ecke wohnt? Ihr macht das jetzt über einen Vermittler, ist das üblich? Also was würdest du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie deine Nachbarlandwirte betrachtest? Oder spricht da jeder mit dem Kläranlagenbetreiber selber? Das weiß ich gar nicht. Ich kenne relativ wenig Landwirte, die Klärschlamm machen in der Umgebung. Also da sind wir fast die Einzigen. Und wir haben halt die Vermittlungsfirma, mit der wir das machen. Mhm. Und haben eigentlich zu unseren regionalen Kläranlagen, die wir in der Umgebung haben, eigentlich keinen Kontakt bezüglich Klärschlamm. Okay. Das wäre jetzt nochmal meine Frage gewesen eigentlich, wo du sagst, so, ihr habt wenig Kontakt. Das überrascht mich ein bisschen. In Süddeutschland ist das ein bisschen anders. Da reden die direkt miteinander. Wie ist denn so das generelle Verhältnis aus deiner Sicht Landwirtschaft zur Wasserwirtschaft? Weil das ist ja schon so ein bisschen, also so wie wir das in der Abwasserwirtschaft kennen, so ein bisschen diese Konkurrenz. Naja, die Landwirte, die machen so viel Nitrat und wir kriegen jetzt hier die Auflagen, unsere Kläranlagen zu verbessern. Und seht ihr das andersrum genauso, dass die Kläranlagen mal lieber besser werden sollen, bevor wir hier unsere Düngung umstellen sollen? Genau. Das Verhältnis. Da. Genau, natürlich. Natürlich. Erstmal schimpft jeder auf den anderen. Ne? Das ist ja erstmal das Einfachste. Wenn wir aber beide was tun, also man kann ja das drehen und wenden, wie man das will, irgendwie kommt Nitrat ins Grundwasser und da sind nun mal die Haupteinträge wir und die Kläranlagen, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Im Endeffekt müssen wir uns beide, also sowohl der Landwirt als auch der Kläranlagenbetreiber, so aufstellen in Zukunft, dass wir das auf ein Minimum reduzieren können, auf ein verträgliches Minimum. Ne? Und natürlich kann ich auch die Abwasser, die Trinkwasserproduzenten, die ja meist alle auch das gleiche sind wie Abwasser, sich Gedanken machen, wie wir das in Zukunft hinkriegen, ne? Ohne dass wir die Landwirtschaft totreglementieren. Naja, das ist natürlich die Lobby der Wasserwirtschaft ganz gut, wenn die sagen, wir haben schlechtes Trinkwasser, aber unsere Kläranlage ist es nicht. Und, ja, genau. Das macht der Landwirt übrigens auch so. Ne? Das ist schon ein guter Punkt. Ne? Aber also wir kriegen es immer nur von der einen Seite mit und jeder hat halt seine Sichtweise ein Stück weit drauf. Ich glaube, du hast uns heute schon ein bisschen geholfen, so ein bisschen mal zu sagen, woher es kommt. Und am Ende wolltet ihr ja wahrscheinlich auch, hast du ja auch gesagt, qualitativ hochwertige Nahrungsmittel produzieren, die wir ja auch brauchen. Ne? Gerade wenn wir nicht importieren und exportieren dürfen in Corona-Zeiten. Gott sei Dank gibt es euch noch, dass wir von euch noch was kriegen. Und es war, glaube ich, mal ein ganz guter Einblick in die ganze Geschichte.
Von daher, Dankeschön. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas an die diese Millionen Zuhörer, die wir haben im Abwasserbereich, loswerden als Landwirt? Ja, wenn ich da noch was sagen kann, dann würde ich mich gerne freuen. Ich würde die Hand reichen zu allen Abwasserleuten. Sprecht mit euren Landwirten in der Umgebung von eurem Einzugsgebiet, um diesem Problem der Nitratbelastung im Grundwasser Herr zu werden. Lasst uns zusammen Wege suchen, zusammen am Tisch sitzen und nicht übereinander reden, sondern lieber miteinander. Das funktioniert eigentlich in allen Lebenslagen besser. Super Statement. Ich muss dazu nochmal sagen, sogar ich kenne einen Betreiber, der hatte, ich glaube, vor 2 Jahren eine Initiative ins Leben gerufen, gerade bei sich im Verbandsgebiet. Der hat explizit ein Netzwerk gegründet zwischen der Wasserwirtschaft und der Landwirtschaft, lädt da immer regelmäßig Landwirte ein. Der hat halt zu hohe wirklich Nitratbelastung bei seinen Brunnen. Und um da wirklich auf einen Nenner zu kommen, ne, wie man vielleicht vorgehen könnte, wie irgendwie auch Kompromisse aussehen. Und richtig. Ich denke, das ist der erste richtige Schritt. Weil es, glaube ich, durchaus allen bewusst, ne, dass da irgendwie eine Regelung kommen muss oder beziehungsweise, dass man irgendwie einen Weg findet, gesundes Trinkwasser zu haben. Ja, das genau, ist ja auch, wir wollen gesundes Trinkwasser, wir wollen was Gutes zu essen haben. Ja, von daher passt das, ist das ja irgendwo am Ende doch Hand in Hand. Und da muss man hinkommen. Was wir vielleicht jetzt in dem ganzen Podcast noch gar nicht so sagen, so sehr ausgewertet haben, soll ja doch um Abwasser gehen. Wenn man jetzt nur einen Weg vom Klärschlamm quasi ein bisschen beleuchtet und wir wollen ja auch nicht ewig lang unsere Folgen machen, was wir natürlich uns auch bewusst sein, also Daniel und mir, wir haben vorher ein bisschen diskutiert, es gibt natürlich auch die Klärschlammverwertung in anderen Bereichen, früher hat man das viel in heute soll ja viel, muss ja Mono verbrannt werden und das wird auch mehr werden, es gibt die Möglichkeit der Pyrolyse, metallurgische Verarbeitung und so weiter, das sollten wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal einspielen, Daniel, vielleicht nehmen wir das irgendwann nochmal wieder auf, andere Entsorgung auch, ja, mit aufzunehmen. Aber damit wir den jetzt hier nicht zu lang machen, würde ich sagen, wir brechen das hier ab. Ja, hoffen, dass ihr vielleicht Kommentare habt. Wir machen auch eine kleine Umfrage in unserem Instagram-Account. Da könnt ihr mal sagen, wie ist bei euch die Entsorgung in eurem, wir haben eine eigene Kläranlage oder ihr könnt ja mal nachfragen, wie bei euch der Klärschlamm entsorgt wird, ob der noch auf Felder gebracht wird oder ob ihr zum Beispiel Monoverbrennung bei euch habt. Würde uns mal interessieren, dass wir mal so ein bisschen Feedback kriegen. Und ansonsten könnt ihr uns gerne mal schreiben, was euch vielleicht noch näher interessiert zu dem Ganzen. Wir sind über Feedback dankbar und wollen natürlich dem Tobias dann auch Danke sagen. Ich meine, man hat es gehört, da haben wir gar nicht gesagt, ne? Also, du bist ja aus dem hohen Norden. Ich glaube, das ist gut verständlich gewesen, dein Akzent. Und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich jemand aus dem tiefen Süden, aus dem Schwabenland haben. Da könnt ihr euch vielleicht schon mal drauf freuen. Wir werden alle Akzente in Deutschland mal irgendwann durchhaben. Genau, vielleicht gibt es dann auch mal eine Folge mit Untertiteln. Mal gucken, wie das überhaupt funktionieren soll. Nee, Spaß beiseite. Gut, Leute. Tobias, hast du noch was zu sagen? Nö, ich bedanke mich und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß und Erfolg mit eurem Podcast. Ja, vielen Dank, Klaus. Irgendwelche letzten Worte? Ja. Pantarei, das Wasser fließt immer abwärts. Daniel, ne? Okay, Leute, dann bis dahin. Ciao. Ciao.